Ja, herzlich willkommen heute zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Ich zeige euch heute einen kleinen Lifehack und zwar, wie man mit ganz einfachen und günstigen Mitteln die Standheizung im Nugget fernbedienen kann. Der Nugget hat ja von Haus aus keine Fernbedienung für die Standheizung, wenn ihr diese nicht mitbestellt. Ihr könnt das nur über das Bedienpendel einstellen. Das heißt, ihr könnt dort eine Zeit vorwählen, wann die Standheizung angehen soll. Und dann startet sie zu der vorgegebenen Zeit und schaltet sich auch wieder ab. Zu dem Bedienpendel habe ich vor einiger Zeit mal ein Video gemacht. Das verlinke ich euch jetzt mal hier oben. Und dann könnt ihr euch das mal anschauen. Eine Sache noch vorweg. Alles, was ich in diesem Video zeige, mache ich auf eigene Gefahr. Das heißt, alles, was mit Elektrik zu tun hat, wenn ihr euch da unsicher seid, lasst es lieber einen Fachmann machen. Ich zeige euch nur, wie ich es gemacht habe und wie leicht und einfach das geht. Aber wie gesagt, alles auf eigene Gefahr bitte. Für diese Standheizungsfernbedienung kann man ja, wie gesagt, einmal ab Werk die Fernbedienung bestellen. Die liegt so um die 600 Euro, glaube ich, 600, 700 Euro. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall hatten wir uns da damals überlegt schon, machen wir das oder gibt es da andere Möglichkeiten? Ich hatte ja schon mal in einem anderen Video angesprochen, dass wir auch vorhatten, eine Alarmanlage in dem Fahrzeug nachzurüsten. Das wäre eine Anlage gewesen, die ebenfalls die Möglichkeit bietet, diese Standheizung fern zu bedienen. Das heißt, also da hätten wir das in einem Paket mit drin gehabt. Das haben wir bisher jetzt erstmal aufgeschoben, noch nicht aufgehoben, aber zumindest erstmal, ja, wollen wir das erstmal noch nicht machen. Es gibt aber, wie gesagt, im Nugget-Forum eine Anleitung, wie man sich mit einer ganz simplen Technik diese Standheizung fernbedienen kann. Und das ist ein Garagentoröffner. Dieses Gerät zeige ich euch gleich mal, wenn ich das auspacke. Ich habe hier schon mal eine Fernbedienung, dann könnt ihr mal sehen, wie das aussieht. Das ist zum Beispiel diese Fernbedienung von der Standheizung, von dem Garagentoröffner. Und diesen Garagentoröffner, den braucht man nämlich nur mittels drei Kabeln an den schon vorhandenen Stecker hinten im Fahrzeug anzuschließen. Und ab dem Moment lässt sich die Standheizung fernbedienen. Dieses Gerät kostet lediglich 25 Euro mit allem drum und dran. Also mit Kabeln, mit Kabelschuhen. Mehr braucht man da eigentlich gar nicht. Ich verlinke euch das, was ihr alles dafür braucht, auch einfach mal in der Videobeschreibung unten drunter. Und dann könnt ihr euch das mal ansehen, was ihr dafür benötigt und könnt für euch selbst entscheiden, ob ihr das auch nachbauen möchtet. Doch jetzt packe ich erstmal das Gerät aus, zeige euch mal, was in dem kleinen Karton ist, in dem kleinen Kästchen drin ist und dann geht's los und wir montieren das Ganze mal. Und das ist einmal die Schachtel und jetzt gucken wir da mal rein. Hier gibt es noch eine Bedienungsanleitung, aber die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das sind die Sender, da sind drei Stück von drin. Packen wir mal einen aus. Und ich muss echt sagen, ich hätte das anders erwartet. Das ist hier tatsächlich schön Metall. Das hat eine gute Haptik und fühlt sich ganz hochwertig an. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein komisches Plastikteil. So, und das Eigentliche, um das es ja hier geht, ist das hier. Da müssen wir dann gleich die Kabel hier dran schrauben. Hier ist die kleine Antenne, mit der das Gerät von der Fernbedienung das Signal empfängt. Und hier sieht man auch, wie man das gleich belegen muss. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Mit ein bisschen Basteln habe ich jetzt den Stecker konfektioniert und hier bereits verschraubt. Ihr müsst dafür die ersten drei Plätze dieses Adapters nehmen, also Input DC. Und vom Output braucht ihr dann nur den Plus. Und diese drei Stecker, ihr müsstet euch am besten
ein rotes, schwarzes und blaues Kabel besorgen, weil das genauso im Stecker im Fahrzeug auch belegt ist. Oder ihr müsst es so machen wie ich, euch es euch einfach merken. Ich habe mir hier einfach schwarzes Isolierband drum gewickelt. Blau bleibt blau und braun ist bei mir dann rot. So würde ich es dann anstecken, so kann ich es mir merken. Warnung: In meinem Fall habe ich ein dreiadriges Stromkabel genutzt. Der GG-Leiter, also das grün-gelbe Kabel, darf ausschließlich als Schutzleiter und nicht als spannungsführender Leiter verwendet werden. In diesem Fall handelt es sich um eine stromfreie Schaltung und kann für mich toleriert werden. Besser wäre die Wahl von drei einzelnen Leitungen, jede für sich isoliert. Ja, da wir zur Montage unter die Bank da, also unter die Küche quasi müssen, empfiehlt es sich natürlich, die Sitzbank einmal so rumzustellen, also ganz nach hinten, ganz nach vorne zu schieben und die Lehne einmal komplett umzuklappen. So hat man dann hier wie so einen kleinen Sitz und kann dann dahin. Und wo wir hin müssen, das ist da. Dahinter, hinter diesem Brett, befindet sich der Stecker, an den wir müssen, Empfänger, denn den Sender haben wir ja am Schlüssel, um den Empfänger dort zu montieren. Jetzt müssen wir als erstes natürlich, das ist hier nämlich der Boiler und der ist im Weg, um das Brett da abzuschrauben. Das heißt, als allererstes muss der Boiler ab. Und dafür macht man hier, wo diese Gumminuppels drauf sind, diese Schrauben, die beiden Schrauben los und dann kann man den Boiler aus dem Halter nehmen, beziehungsweise vielleicht sogar einfach nur reicht es, ihm ein Stückchen nach vorne zu schieben. Das probiere ich jetzt einfach mal aus, denn ja, ich glaube, ganz runternehmen muss man ihn nicht. Das werde ich jetzt mal ausprobieren und dann sehen wir mal weiter. So, ich habe das jetzt gelöst und wie man sieht, ich habe den einfach nur so ein Stück über die Halter nach vorne geschoben, weil man hat nicht viel Platz. Da oben ist es, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so sehen kann, es ist wirklich schweinemäßig eng da oben, weil da ja dann direkt der Gasherd ist und die Anschlüsse vom Boiler, also man kann ihn nicht besonders hoch lupfen. Aber ich hoffe, dass das jetzt reicht. Das ist jetzt nochmal so ungefähr 3 cm, 4 vielleicht, die das vom Brett entfernt ist. Ja, man kann das vielleicht, wenn ich es hochkant, da kann man so ein bisschen reingucken. So, das probiere ich jetzt mal aus. Da ist übrigens noch die Idee, aber das kann ich jetzt nicht so kurzfristig machen. Da brauche ich erstmal längere Schläuche und alles Mögliche. Und dann könnte man sich überlegen, ob man den Boiler mal hier drunter packt. Da. Ups, das war meine Lampe. Da ist ja noch Platz. Also bisher für uns ungenutzter Platz. Und wenn man den Boiler dahin verbaut, was ja auch schon einige gemacht haben, hat man nämlich auch den Vorteil, dass man mal an die Einstellrädchen für die Temperatur da oben kommt. Denn der vordere ist ja noch okay, da komme ich noch einigermaßen dran. Das ist der 12 Volt Regler. Und hier hinten befindet sich auf dem Boiler oben drauf, nämlich der für Landstrom 230 Volt. Aber den kann man wirklich nur ja, bis zum Anschlag drehen, damit man weiß, dass man was gedreht hat. Aber eine richtige Einstellung kann man da ehrlich nicht vornehmen, weil das einfach so ungünstig da oben positioniert ist. Ja, das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. So, jetzt probiere ich mal, schraube ich mal das Brett ab, beziehungsweise als erstes mal den da aus. Jetzt geht auch natürlich die Standheizung aus. Draußen ist es ein bisschen kalt. Können wir mal gucken. Es schneit auch leicht. Wir haben so um die 0 Grad. Aber jetzt habe ich hier ein bisschen warm im Auto und hoffe, dass es so einigermaßen hält, damit ich mir hier nicht die Finger abfriere beim Montieren bzw. beim Schrauben. Also gut. Da ich jetzt hier keine Hand frei habe, zeige ich euch das nächste Bild, wenn das Brett ab ist. Dann seht ihr auch nicht meine Misserfolge, die ich zwischendurch habe. Okay, dann bis gleich. Das ging jetzt doch viel besser als erwartet. Ganz wichtig vielleicht, passt auf eure Schrauben auf. Denn wenn ihr hier was abschraubt, besonders eben, wenn ihr den Boiler habt und diese kleinen Schrauben, die da oben sind,
Da dran sind so kleine, also das sind 10er Muttern übrigens. Nehmt euch einen 10er Schlüssel mit. Ja, die sind halt winzig, wenn die irgendwo hier in irgendeine Ritze fallen. Ich habe echt keine Lust, die ganze Küche auseinanderzunehmen. Das ganze Modul. Also von daher, passt auf die Schrauben auf. Hier sind relativ dicke Schrauben, große Schrauben drin. Da ist übrigens auch so, dass es am besten ist, ihr macht die zuerst los, die da ganz oben in der Ecke ist. Dann hat das Brett nämlich noch so seinen Halt. Ich habe das jetzt nicht gemacht. Ich habe erst die unteren losgemacht. Dann muss man es ein bisschen mehr festhalten. Das hat aber auch gut funktioniert. Man kann die hinterher, also man kommt mit dem Schraubenzieher nicht so richtig gut rein. Man muss sie einfach mal losdrehen und dann kann man sie mit der Hand weiterdrehen. Das ist also wirklich gar nicht das Problem. So, aber jetzt, wo es drauf ankommt, wo wir hin müssen. Und zwar, man sieht ja hier dieses Brett von der anderen Seite. Da ist einmal der Hauptschalter. Da hinten ist unser Flachsicherungskasten. Darüber der Kasten für die der Schalter für die Wasserpumpe. Das kann man hier von hinten alles gut sehen. Und wo wir hin müssen mit unserer Fernbedienung, mit unserem Empfänger, das ist dieser Stecker hier. Hier würde Westfalia, beziehungsweise, ja doch, Westfalia würde hier auch das Fernbedienungsmodul installieren. Und da stecken wir jetzt einfach den Garagentoröffner ran. Also, da habe ich auch schon was vorbereitet. Das zeige ich euch jetzt auch nochmal separat. Ja, das ist im Grunde ganz einfach. Übrigens habe ich genutzt für die ganzen Verbinder, habe ich mir hier so ein Kästle gekauft, wo ganz viel solche Sachen drin sind. Ihr braucht hier diese Schuhe und ich habe die hier genommen, die runden. Und damit habe ich das in den kleinen Kasten hier geschraubt. 1,5 Quadratmillimeter habe ich die Kabelstärke gewählt und dafür dann eben passend auch die Schuhe genommen. Das Ganze wird dann mit einer Zange zusammengeklemmt und dann ist das fertig. Auf der anderen Seite sieht es so aus. Na, geht's auch scharf. So sieht es auf der anderen Seite aus. Und so stecke ich es jetzt da gleich mal rein und dann machen wir mal den ersten Test. So, jetzt bin ich wieder im Fahrzeug. Da ist das, der Empfänger. Geht hier weiter, also das ist erstmal noch nicht angeschlossen, sondern einfach nur ein Funktionstest. Ich habe das dort so nach den Belegungen reingesteckt, wie ich es euch vorhin an den Kabelfarben erklärt habe. Das heißt also, das rote Kabel ist bei mir mit dem braunen verbunden. Dann habe ich das schwarze mir ja markiert. Das ist tatsächlich in dem Fall nicht wie bei anderen auch schwarz, sondern bei mir ist es tatsächlich braun. Und das Blaue ist blau. Also das passt alles soweit. So habe ich es da jetzt reingesteckt. Und jetzt kommt die große... Jetzt kommt der große Test. Also ich stecke hier jetzt, drücke jetzt hier den Knopf. Zack. Da springt mein Empfänger an. Und voilà. Jetzt gucken wir mal schnell hier. Die Standheizung ist angegangen. Warte mal, das kann man gar nicht sehen. Und voilà, die Standheizung ist angesprungen. Ist das toll? Hä? Wenn man jetzt hier nochmal drückt, den Off-Knopf, geht sie auch aus. Ha! Mehr wollte ich gar nicht. Das ist eigentlich alles, was ich jetzt erstmal wollte. Eine Fernbedienung für die Standheizung, sodass man die einfach von drinnen an- und ausstellen kann. Mehr braucht man nicht. Ja, und schon wieder alles zusammengebaut. Die hintere Schraube da hinten, tatsächlich ist das, was am nervigsten ist. Ansonsten alles andere ging ganz schnell wieder zusammen. Auch den Boiler wieder schnell eingehängt. Vorerst zumindest. Das gucke ich mir dann auch mal irgendwann nochmal an in Ruhe. Vielleicht auch, wenn es wärmer ist und man einfach die Türen hier aufmachen kann. Wobei, ihr seht schon,
Es hat sich ein bisschen geändert, es schneit nicht mehr, es ist auch ein bisschen wärmer geworden. Aber immerhin. Naja, also, der Empfänger hängt jetzt da noch so ein bisschen locker rum. Da, den werde ich wahrscheinlich, also entweder schraube ich ihn da mit einer Schraube fest oder vielleicht versuche ich es auch mal mit so einem 3M doppelten Klebeband. Das würde mir auch reichen, denn weg kann er da nicht. Das Kabel hängt da relativ fest da oben drin. Da kann eigentlich nichts passieren. So ist er auch gut erreichbar. Das heißt also, dass die Sender ihn auch finden können. Und ja, ich brauche den eh nicht auf Kilometer Entfernung, muss ich die Standheizung nicht anstellen können, sondern mir reichen da so ein paar Meter aus dem Küchenfenster raus, dass ich einfach morgens das Auto anmachen oder die Standheizung einschalten kann, wenn ich es benötige. Und ja, vielleicht sogar auch wieder aus. Ja, die Programmierung, das ist ganz okay. Aber wenn ich jetzt an 3 Tagen morgens zu einer bestimmten Uhrzeit nur die Standheizung brauche und an den anderen 4 nicht, das ist dann halt immer ein bisschen nervig, dass dann zum Beispiel auch am Sonntag morgens um 7 die Standheizung hier angeht und das Auto warm macht, obwohl es gar nicht nötig ist, man gar nicht los muss. Also, die Programmierung ist jetzt hinfällig. Jetzt mache ich es mit der Fernbedienung. Und ich glaube, ihr habt gesehen, dass es wirklich total easy ist, das selber nachzubauen. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung, was ihr dafür braucht, wo ihr das Teil von Amazon zum Beispiel herbekommt. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Nachbauen. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.